Wir sind kurz davor, auf Eladen zu landen. Ich wollte euch das Landungsintro geben. Lebensfähigkeit 100%? Krass. Ja, wir machen die Turianische Arche-Quest, wenn man das schon machen kann, alles. Sidewinder, den brauchen wir nicht. Haben wir was Neues? Murloc, Valkyrie, Hurricane. Ich glaube nicht. Die Widow ist neu. Ich weiß gar nicht, was ich darauf gegeben habe. Hoffentlich kein Magazin. Ha! Ah! Ja. Okay, nein. Da, Verschlussgröße. Wir sind total N7. Irgendwie schaut es aber nicht so cool aus. Ich habe einen N7-Mod eigentlich heruntergeladen. Also mal schauen, ob das noch besser ausschaut, wenn wir im Spiel drin sind. Turianische Arche heißt. Nehmen wir Bibi und Vetra mit. Ich weiß nicht, ob wir die Kombi schon hatten. Und ich will Weise Tretter. Auswahl bestätigen. Okay, landen wir. Die Katzin ist hier richtig geil auf die Ladenlandkatzin. Wenn wir sie bekommen überhaupt. Oder es war eine einmalige Sache. Komm schon, gib mir die coole Katzin. Paradise Land Katzin. Ah. Warte. Das ist eine neue Katzin. Das ist eine neue Katzin. Nein! Ah. Der alte war viel cooler. Wir sind jetzt im Hochsommer, also wird es fraglich, wie mein PC alles hier überlebt. Muss ich im Lager nachfragen? Verdammt, ich treffe immer die falschen Tasten. Ich muss ganz rauf, wie es ausschaut. Okay. Warte. Ich kann einen Aufklärungsposten errichten. Habe ich in den letzten Folgen das einfach ganz übersehen? Habe ich das gerade richtig erkannt? Oder? Ich bin lieber. Was stand da? Was stand da? Verwirrt. Nein, okay, nein. Ich bin verwirrt. Ich kann hier keinen. Das ist der Aufklärungsposten. Ich dachte, ein ganzes Lager kann ich hier aufbauen. Oh boy. Ich bin richtig verwirrt. Ich finde dich doch mal. Da ist der Nomad. Er steht ja schon da. Oh je. Was für ein Start. Wo ist denn da drüben ein Fight? Ah, oh, schon mal richtig verkackt, zweimal. Sie wissen, dass Ryder niemand anderen dieses Ding fahren lässt, oder? Was? Sie sind das Ding gefahren? Wer noch? Alle anderen? Oh, vergessen Sie es. Das war nicht mal Vetras Pfeifen. Da haben sie jemand anders zum Pfeifen geholt. Und mein Pfeifen ist auch nicht besser. Jetzt habe ich total verkackt. Ich muss Wasser trinken zuerst. Okay, jetzt vielleicht. Komm. Ah. Wie lange würde es wohl dauern, bis man uns findet, wenn wir hier draußen sterben? Pfeifen lernen. Ja, ein Schuss. Bis ich pfeifen lerne. Ach, das ging schon mal besser. Wurm. Befertig. Absolut befertig. Ja. Ja. Ich habe vor einem Jahr im Sommer pfeifen gelernt. Und es ist anscheinend noch nicht so ganz gut entwickelt. Ah, shit. Stasekapseln der Arche Nathanus.
Ist noch jemand am Leben? Eine gleichzeitige Analyse sämtlicher Kapseln liefert keine verlässlichen Ergebnisse. Wir sollten sie uns näher ansehen. Ich pack hier mal drin. Natürlich sind das Feinde. Was für eine Stasis. Singularität. Der Wurf ist auch in den Ding gegangen. Okay. Was war das gerade? Zeig's nochmal. Okay. Ich sehe. Oh boy. Mein Gott. Charge. Mein Gott, Schatz, ist so gut. Es gibt Schild sogar zurück. Es gibt sogar Schild zurück. Wo ist er? Ja. Bye. Ich registriere keinerlei Lebenszeichen, Pathfinder. Ich habe ein Schwert, deswegen. Sam, Masons Profil müsste in der Datenbank der Initiative gespeichert sein. Vergleichen wir es mit den Kapseln. Wir haben sie abgeschlachtet, die Tiere, nicht nur die erwachsenen Männer, Turianer, auch die weiblichen Frauen und die Kinder. Ich muss das scannen, dann die Kapseln. Möglicherweise ein entfernter Verwandter. Von wem? Garrus Vicarion? Keine Übereinstimmung. Ein Turianer, aber nicht ihr Pathfinder. Hilf mir mal, sie zu öffnen. Pathfinder, es sind keine Vitalzeichen vorhanden. Sam, überprüf die Chronik der Kapsel. Dem letzten Log zufolge wurde diese Stase-Kapsel von der Arche Nathanus abgeworfen. Vielleicht, als sie auf die Geißel getroffen ist? Nein, der zeitliche Ablauf passt nicht. Der Abwurf dieser Kapsel erfolgte lange, nachdem die Nathanus als vermisst gemeldet wurde. Okay. Aber irgendeinen Grund muss es ja gegeben haben. Suchen Sie sich was aus. Andromeda steckt voller Gefahren. Wir sollten nachsehen, ob Mason vielleicht in einer der übrigen Kapseln ist und uns dann wieder bei Avitus melden. Also weiter scannen. Diese Person ist zu alt. Die Daten stimmen nicht überein. Ja. Ich weiß, dass es niemand sein wird. Mason ist in keiner dieser Kapseln, Pathfinder. Was hoffentlich bedeutet, dass er noch am Leben ist. Okay, gehen wir raus hier. Verdammt. Ich schaff's nicht, die richtige Taste zu treffen. Gibt's nicht eine schnelle Evakuationstaste? Ja, bei Exfiltrieren. Das war's mit Eladin. Da ist die Katzin. Doch, komm schon, Spiel. Ihr habt mir abgeschnitten, die Katzin. Oh, was für eine Frechheit. Willkommen zurück. Lexi. Ob Lexi was mit Lektest zu tun hat? Wurde sie danach benannt? Lexi. Hat sie einen Zweitnamen? Ihr Vater war Turianer? Das erklärt vieles. Was soll das denn heißen? Jetzt geht's los. So wie, nicht Lexi. So wie, Lexi ist cool. So wie Lektest, das ist nicht Lexi Lektest. Pathfinder, Sie haben offene Videoanrufe. Oh, das wird gleich richtig lecken. Macht euch bereit. Ryder, ich wollte Sie gerade kontaktieren. Ist alles in Ordnung? In meinem Kopf blitzen Zahlen auf. Koordinaten. Ich denke, es ist ein SOS. Von Mason. Das ist eine ziemlich gewagte Schlussfolgerung. Jetzt lassen Sie mich doch mal ausreden. Was, wenn Mason meinen Sam benutzt, um mir seine Position zu übermitteln? Wir haben Hinweise darauf gefunden, dass die Nathanus noch intakt sein könnte. Was für Hinweise? Die Arche hat einige Stase-Kapseln abgeworfen. Leider gibt es keine Überlebenden. Aber die Logs belegen, dass es lange nach dem Zusammentreffen der Nathanus mit der Geißel geschah. Irgendjemand fliegt das verdammte Ding also noch. Geißel hin oder her. Die Arche hat Kolonisten abgeworfen.
Dafür muss es eine Erklärung geben. Hier sind die Koordinaten aus meinem Implantat. Wir treffen uns dort. Und dann finden wir auch unsere Antworten. Okay, Boss. Ich weiß gar nicht, ob das eine fette, große Nebenmission war. Ich glaube schon. So groß wie eine Gefährtenmission hätte ich im Hinterkopf. In Erinnerung. Ist klar, leckt es zu wie? Lexi wäre ein besserer Name. Ein Spitzname. Das passt besser zusammen. Doppel L halt. Okay. Da ist ja noch irgendeine Mission dann. Ich werde sowieso als nächstes mehrere Gefährtenmissionen machen und dann Gefährten-Spezialfolgen machen. Das ist der Plan für Mass Effect Andromeda. Ach, verdammt, meine Augen. Sehen Sie sich diese Werte an. Dieses System ist wunderschön. Absolut. Schau dir diesen Ladebildschirm an. Kindergarten. Hier draußen werden Sterne geboren. Ja. Du musst dann die Sterne lecken. Nun dreh. Omujai. Vetra. Ah ja. Hier ist die Vetra-Nebenmission dann. Mach ich das in der nächsten Folge? Der Punkt, den Evitis uns gegeben hat. Will ich Vetras Nebenmission als nächstes machen? Mal springen. Ah, das ist doch eine Arche. Und das keine Arche ist. Das ist die Turianische Arche. Sie hat schon bessere Tage gesehen. Da kommt ein Anruf. Pathfinder, ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Was Sie nicht sagen. Ist es sicher, an Bord zu gehen? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wir treffen uns drin. Hey, let's go. Video war ziemlich nutzlos. Ich gehe alles auf Nahkampf. Sidewinder. Sonst werde ich nicht viel verändern hier. Ja, da ist ein 7. Warum schaut das nicht so cool aus? Ich habe das viel cooler in Erinnerung. Vielleicht ist diese. Da brauchen wir nichts. Diese N7-Rüstung nicht die coole. Aber ich kann mir ja noch Mods anschauen, ob ich eine coolere finde. Ein cooleres Mod. Begrenzte Energie. Die Lebensversorgung ist hin. Es überrascht mich, dass es überhaupt noch Schwerkraft gibt. Es sieht aus, als hätte sie sich mit aller Gewalt einen Weg durch die Geißel gebahnt. H047C. Er sollte die Heimatwelt der Turianer in Helios sein. Wie Habitat 7 für die Menschen. Wer auch immer die Arche gesteuert hat, sie wollten um jeden Preis hier ankommen. Selbst wenn es bedeutete, komplette Bereiche der Arche abzuwerfen. Das ergibt keinen Sinn. Gehen wir. Spekulationen bringen uns nicht weiter. Wir haben Glück, dass dieser Teil der Arche überlebt hat. Der Schein kann trügen, Pathfinder. Die Höhle hält gerade noch so zusammen. Danke, Sam. Immer ein positiver Sonnenstrahl. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Ich glaube, meine Rüstung, die Lichter hinten sind hauptsächlich abgegradet worden. Ja. Nicht so begeistert. Hey, diese Tür hat immer noch Energie. Ich würde sie nicht öffnen, Pathfinder. Sie führt in den Weltraum. Vielleicht könnten Sie die Energie zu einer anderen Tür umleiten. Okay, das ist ja Heimatplanet gewesen. Ich schätze, dass wir das umleiten. Die Energie wurde umgeleitet, Pathfinder. Irgendwie stört mich der Gürtel. Den 7-Rüstung gibt es in verschiedenen Formen, so wie ich es in Erinnerung habe. Musik ist wieder ganz weg. Ich habe ein bisschen was kurz davor gehört. Ich will nicht lesen. Nein. In diesem Spiel, da gibt es zu viel. Schwer beschädigt aus.
Denken Sie, Ihr Sam kann uns Zugriff verschaffen? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Ich habe ein Log von Deja Praetor, dem Captain der Arche, gefunden. Das Bildmaterial ist zerstört, aber ich kann den Ton wiederherstellen. Spiel es ab. Irgendwas reißt die Nautilus in Stücke. Wir haben schon die halbe Kryokammer verloren. Wir versuchen, jeden, der wach ist, zu den Rettungskapseln zu bringen. Bei den Geistern, uns bleibt keine Zeit mehr. Ich muss Mason finden. Deja hat das Schiff aufgegeben. Sie hätte es niemals verlassen, wenn die Lage nicht aussichtslos gewesen wäre. Aber die Nautilus hat sich nicht selbst hierher geflogen. Wir müssen herausfinden, was als nächstes passiert ist. Die übrigen Daten auf dieser Konsole sind beschädigt. Falls wir aber eine weitere finden, oder den Sam-Kern der Arche. Alles klar. Suchen wir weiter. Okay. Geht's dir noch gut? Der teleportiert sich einfach mal nach vorne. Krasser Typ. Die hier benötigt ebenfalls Energie. Vielleicht können wir denselben Trick wie beim letzten Mal benutzen. Energie von etwas anderem umleiten. Warum hupst du nicht einfach durch, Avitus Ritus? Oder wie auch immer der Name ist. Okay, den Weg nehmen wir nicht. Warum nicht? Vanguard chargen wir durch, doch. Und was jetzt? Umleiten. Puzzles. Die Tür sollte jetzt funktionsfähig sein, Pathfinder. Warum hast du das so kompliziert gemacht? Avitus, hier drüben. Ja. Diese hier funktioniert noch. Sam, wie? Mason, spielen Sie es weiter ab. Das Bildmaterial ist zerstört, genau wie beim letzten Log. Und was ist mit dem Ton? Ich stelle ihn wieder her. Einen Moment, bitte. Wir müssen sachlich bleiben. Ich bin niemals sachlich, wenn es um Mason geht. Versuchen Sie es, um seinetwillen. Ich spiele die Aufzeichnung jetzt ab. Sam, wie weit ist Abbys Kapsel entfernt? 300 Meter. Also nur ein Katzensprung. Verdammt! Es wird vielleicht doch schwieriger, als ich dachte. Was ist mit dem Rest? Das war alles, was ich wiederherstellen konnte. Verdammt! Er hat nach Ihrer Kapsel gesucht. Erinnern Sie sich noch an irgendetwas, das passiert ist, bevor Sie auf Haval aufgewacht sind? Wie gesagt, das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist der Moment, als ich mich aus meiner Stase-Kapsel befreit habe. Dann suchen wir weiter. He dead. Mein Vater, nur tot. Lass mich raten, ich komme hier nicht raus. Nein. Muss ich wieder eine Tür umleiten? Da ist doch irgendeine Action auch dabei in der Mission. Wir müssen da reinkommen. Überraschung, sie ist versperrt. Left you. Der Sam-Kern müsste jetzt zugänglich sein. Warum kannst du dich die Tür einfach offen lassen? Das hat doch keinen Sinn ergeben. Sam, wo ist der Pathfinder? Wo ist Mason? Ever. Einleiten. Sterne. Evie, hat Mason sie nicht so genannt? Er ist der Einzige, der mich so nennt. Mein turianisches Pendant hat ein schweres Trauma erlitten. Wenn ich die Schäden isoliere, ist es möglicherweise in der Lage, mit uns zu sprechen. Sei vorsichtig. Ich will diesen Sam nicht verlieren, nur weil wir zu versessen auf Antworten sind. Avitus Rix, willkommen zu Hause. Sam, Mason hat mir die Koordinaten dieser Position geschickt. Ich muss ihn finden. Sie irren sich. Ich habe Ihnen die Koordinaten geschickt.
Was soll das heißen? Du hast ihm die Koordinaten geschickt. Der Pathfinder befahl mir, Avitus bei der Suche nach einer Heimat für die Turianer zu helfen. Ich habe unsere Position H047C bestimmt und Avitus ausfindig gemacht. Wieso sollte Mason das tun? Es war sein letzter Wunsch. Dieses Ding ist immer noch defekt. Es weiß nicht, was es da redet. Wir müssten eigentlich Zugriff auf Masons Logs haben. Vielleicht finden wir in ihnen ja etwas. Avi, was auch immer uns getroffen hat, hat meinen Anzug zerfetzt. Es tut höllisch weh, aber bei den Geistern, es ist wunderschön. Du musst weitermachen. Für uns beide. Lass dich nicht von deiner Wut überwältigen. Sam, Übertragung einleiten. Ja, Pathfinder. Selbst die Sterne scheinen heller zu sein. Er starb, bevor die Übertragung abgeschlossen war. Das muss der Grund für Sams Trauma sein. Warum hast du mich hierher gerufen? Aus welchem Grund? Um die Übertragung abzuschließen. Die Turianer brauchen einen Pathfinder. Ach, ich kann nicht. Sie können nicht? Was soll das heißen? Ich hätte nie gedacht, dass ich den Posten mal übernehme. Ich habe schon immer allein gearbeitet. Ich weiß nicht, wie man andere führt. Ich will niemanden führen. Avitus, ich habe gesehen, wie Sie die Siedler beschützt haben. Und Sie haben die Turianische Arche gefunden. Sie übernehmen bereits die Rolle des Pathfinders. Nur ohne den Titel. Ein Titel, der Mason gehört. Und von dem er wollte, dass Sie ihn tragen. Ihn abzulehnen, wird Ihnen Mason auch nicht wieder zurückbringen. Was, wenn ich ihn enttäusche? Das könnten Sie nur, indem Sie sich vor Ihrer Aufgabe drücken. Verdammt, Sie haben recht. Soll ich mit der Übertragung beginnen? Auf der Nexus ist es sicherer. Suvi, Tan soll ein Shuttle schicken, das den Sam-Kern abholt. Und sagen Sie ihm, wir haben den turianischen Pathfinder gefunden. Naja, wir haben einen neuen bestimmt. Wir haben ihn nicht richtig gefunden. War das alles? Keine Action. Keine Fights. Ryder. Kello. Leckt das zu viel? Jo, ist er bei mir im Schiff irgendwo? Schauen wir mal. Irgendwo unter mir ist die erste Kammer. Verdammt ruhig hier wieder. Verdammt ruhig. Wird mir gar nicht. Sie haben mir kein Update gegeben. Hopp. Wo kommst du her? Ich denke immer noch über die Turianische Arche nach. Über Mason und Avitus. Ich hoffe, es geht Avitus gut. Wo ist er? Wie sagt man? Die Zeit heilt alle Wunden. Ja, aber es bleiben immer Narben zurück. Von so einem Verlust kann man sich nie vollständig erholen. Also, wieso waren Sie nicht auf der Turianischen Arche? Weil unser Vater Palavin schon lange vor dem Bau der Arche mit uns verlassen hatte. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht mal sicher, ob man uns überhaupt noch wirklich als Teil der Turianischen Gesellschaft betrachten kann. Aber was soll's? Er braucht schon all diese Regeln, richtig? Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Nein, eigentlich nicht. Ich weiß gerade, wo ich niemanden finde. Ich finde gerade niemanden. Ist Avitus bei uns jetzt oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Wow, das hat geleckt. Wow, das läuft gerade nicht smooth. Schaut vielleicht auf euren Ende besser aus. Nein, verdammt, das läuft gerade nicht smooth. Niemand beim Duschen erwischt? Ich habe sie bei einem Nickerchen ertappt. Schnarchen alle Angara oder nur sie? Winseln alle Menschen im Schlaf oder nur sie? Oh. Oh. Goddammit, Leben. Hör auf. Hör auf, Leute im Schlaf zu beobachten. Das ist schräg. Oh, verdammt, hier leckt's. Nicht so hart wie. So wie leckt, aber es leckt.
Ich könnte Cordara noch besuchen, nachdem das mit der Turianischen Nachhinein vorbei ist. Logbuch. Geh im Vortex. Wo ist der Vortex? Cora. The Tempest mit Sam sprechen. Jetzt muss ich wieder runter, verdammt. Oh. Nein. Select in mein Zimmer. Select! Wie geht? Pathfinder, ich habe in dem Sicherheitsvideo von Spender eine Spur entdeckt, der wir nachgehen könnten. Was hast du rausgefunden? Ich aktualisiere ihr System mit dem entsprechenden NAV-Punkt. Das war es. Cordara. Gehen wir nach Cordara? Nein, ich will nicht scannen. Select jedes Mal, wenn ich da was scannen soll. Ich gehe mal auf den Timer schauen, wie lange wir schon drinnen sind. Keine halbe Stunde nochmal. Nein. Oh, dann mache ich Vetras Mission. Nein. Ich glaube, Vetra verdient schon eine Spezialfolge. So wie Drake es verdient, aber ich muss sowieso noch Cordara. Das nächste Mal. Wir machen zuerst ein paar Cordara-Missionen, wir gehen die Stufe runter. Ich werde wahrscheinlich nicht mal Drakes Mission machen, sondern andere Missionen mehr anschauen. Vago Vorkam nicht eben ein Held der Kroganer? Held? Eher ein Idiot, mit sehr viel Glück. Vielleicht haben sie das System wegen des Nebels nach ihm benannt. Der Abschnitt da sieht ein bisschen aus wie ein Kroganer. Ich kann's nicht... Oh, jetzt sehe ich's. Wo? Wo ist der Kroganer? Das da? Ist das der Kroganer? Da ist der Kroganer, seht ihr das? Links drüben, oder? Ein kroganisches Gesicht haben sie da drinnen gemacht. Ah ja. Stimmt. Cool. Cool eigentlich. Sehr detail vertieft im Weltraum. Der Sci-Fi-Aspekt ist gut gemacht. Ah. Jetzt im Orbit von Cordara. Schade, dass das Spiel Hammer da so welche Schwierigkeiten gehabt hat. Aber die ersten paar Stunden sind komischerweise die schlechtesten Stunden im Spiel. Alles danach wird immer wieder ein bisschen besser. Hopp, wir sind schön reingeleckt. Ich will Slums. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Pass gedrückt. Ryder, sind jetzt im Orbit von Cordara. Verdammt. Was tue ich hier? Die falschen Tasten drücken. Ich habe übrigens ein neues Controller-Kabel, USB-Kabel. Richtig fettes jetzt. Also vielleicht schaffe ich es, meine Controller-Disconnects zu verwenden. Verringern. Hätte ich nicht... Ah. Ich hätte ja einen Kroganer mitnehmen müssen dann dafür. Ah, oh, haben wir noch andere Missionen nach, oder? Wo ist Cordara? Helios-Aufgaben. Cordara. Ist das hier unten? Ja, okay. Es gibt hier genug andere Missionen nach. Aber reden wir mal mit den Typen. Wenn das alles verdammt leise hier ist. Kein Calcium. Schade. Calcium, das was wir suchen? Ich weiß es nicht mal mehr. CU.
Was, Radium? Falls Sie vorhaben, rauszugehen in die Badlands, also, dann kommen Sie vielleicht nie mehr zurück. Ist okay. Was wissen Sie über die Lage da draußen? Man könnte sagen, ich bin der Direktor der Badlands. Für Touristen ist das nichts. Jenseits dieser Mauern geht's knallhart zur Sache. Wie sieht knallhart aus? Es ist ein Friedhof voller Leute, die entweder schon tot sind oder es bald sein werden. Die Badlands sind die Müllhalde von Kedera. Wie ein riesiges Gefängnis. Wer sogar für diesen Ort hier zu übel ist, den verfrachten wir dorthin. Das heißt, Exilanten werden ins Exil geschickt? Ja, die Schlimmsten der Schlimmen. Und einige davon wollen sogar dort sein. Haben vermutlich was zu verbergen. Das Wasser ist giftig, überall Schwefelquellen, mit der üblen Angewohnheit, in Brand zu geraten. Also nur zu. Tun Sie sich keinen Zwang an. Ich suche eine Remy Tamayo. Irgendeine Idee, wo ich sie finden könnte? Tamayo. Tamayo. Ach ja, das ist die, die darauf bestanden hat, dass sie unschuldig ist. Sie ist unschuldig. Der Verbannte, der die Gebühren eintreibt, hat einen Fehler gemacht. Remy hatte bezahlt. Tja, scheiße. Sowas ist bisher noch nie passiert. Ich bin nicht hier, um mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Ich will sie nur finden. Wie schön. Da spielt jemand den Helden. Als ich ihr Mädchen zum letzten Mal gesehen habe, sprach sie gerade mit Johann und seinen Leuten. Ein übler Haufen. Ich sende ihnen den Nav-Punkt der letzten bekannten Position von denen. Machen Sie sich auf einen Kampf gefasst. Johann, das ist ein ganz böser Name. Ein Name von Bösewichten hauptsächlich. Ich habe genau die falschen Dialog gewählt, um Wasser holen zu gehen. Ah, sie haben mich alle abgeblockt. Schau dir das an. Schau dir das an. Oh, ich kann da einfach rausgehen. Automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Das schaut doch verdammt gut hier aus. Abbauzonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Thumbnail. Thumbnail. Bibi wollte nicht reingehen ins Thumbnail. Ist okay, das ist ja eine turianische Folge. Dann lassen wir Vetra mal ins Rampenlicht drücken. Ich schätze Vetra. Eine Stadt unter einer Stadt. In ihrem Zentrum liegt das Tartarus, ein Nachtclub. Reyes sagte, dort wäre er zu finden. Tartarus, das ist ein cooler Name. Gefällt mir. Ey, hauen Sie ab, die gehört uns. Plündern ist falsch. Man, das ernst. Ja. Plündern ist falsch. Was für ein Arschloch. Wir sollten sie nicht noch weiter aufstacheln, Pathfinder. Ja. Coole Aussage. Ich hab gesagt, sie sollen abhauen. Oder was? Ich hab gesagt, sie sollen abhauen. Ja, nichts mehr zu sagen. Ich hab gesagt, sie sollen abhauen. Lindern ist falsch. Ja. Natürlich. Ja, da fehlt eine Renegade Option. Giftig kann es schon sein. Ach, Scheiße. Okay, es ist keine gute Idee, damit in Kontakt zu kommen. Ach, sei mir Renegade. Da geht man doch durch. Da schlaft man drin. Commander Shepard wäre drin geschlafen. Ja. Fällt dir, was du siehst? Ejo. Was ist das für ein Ort? Ein Geschäftsbetrieb. Vollkommen legal. Komisch. Für mich sieht das nach einer Drogenhöhle aus. Vermutlich, weil es eine ist. Wenn Sie ein Problem damit haben, beschweren Sie sich bei Sloan. Oh, ich kann reingehen. Ach du, okay. Du bist schon am Boden. Lauf eine Runde.
elegant, luxuriös. Die haben einfach einen Raum und ich gehe durch Junkies durch. Ich trete da über Junkies drüber. Ja, Mangara. Ja. Bist du auch geimpft? Oh, lass mich raus. Ah, verdammt. Ja, squatte mal du. Ah, die haben eine Drogenhöhle. Ah, Drogenraum. Ohne Deko. Wäre Deko zu viel verlangt? Boah, ist das deprimierend. Verdammt, bin ich jetzt erst? Jetzt erst? Warum ist das jetzt erst deprimierend? Ach, schau, Schlafsäcke, wie gemütlich. Ach, Bibi ist doch nicht schlimm. Noch in die Slums. Sie haben Glück, dass Sie noch leben. Es braucht schon mehr als ein Glas Wasser, um mich umzubringen, Doc. Ja, zwei Gläser. Kroganer hin oder her. Ungefiltertes Wasser ist hier dasselbe wie Gift. Ich habe alles getrunken, was es in der Milchstraße gab und lebe immer noch. Wir sind hier aber nicht in der Milchstraße. Das Wasser auf Kadera wird Sie umbringen. Wenn Sie Durst haben, trinken Sie Alkohol. Was? Das hat mir bisher noch kein Arzt geraten. Was Dummes. Was absolut Dummes. Okay, es gibt wieder eine Energie. Alkohol gibt Energie. Aber trocknet dein Alkohol nicht auch aus? Sie sehen ziemlich gesund aus. Was ich über meine üblichen Patienten nicht gerade sagen kann. Ich habe meine eigene Ärztin. Mein Name ist Ryder. Ich bin ein Pathfinder. Es hat also einer überlebt? Wir hätten sie gut brauchen können, als wir nach Helios gekommen sind. Dr. Ryota Nakamoto. Ich habe früher als Arzt für die Verbannten gearbeitet. Aber ich habe gekündigt, als Sloan einen medizinischen Durchbruch in eine Droge verwandelt hat. Was hatten Sie denn erwartet? Sie ist eine Kriminelle. Sie war nicht immer so. Das Leben nach der Nexus hat uns alle verändert. Als wir nach Kadera kamen, habe ich einen heimischen Bakterienstamm entdeckt, der ähnliche Eigenschaften aufweist wie Penicillin. Das ist ja fantastisch. Ja, das war es. Bis ich festgestellt habe, dass das Medikament in großen Dosen zu Abhängigkeit und Halluzinationen führt. Ich habe Sloan meine Bedenken mitgeteilt. Aber alles, was sie interessierte, war die Möglichkeit, Profit zu machen. Sie nannte die Droge Oblivion. Leider gibt es nur einen Weg, sie aufzuhalten. Wir müssten meine Formel stehlen. Dann machen wir das doch. Sind Sie verrückt? Die Formel wird schwer bewacht. Ich bin Arzt. Ich weiß nicht, wie man kämpft. Nur keine Sorge, das erledigen wir. Die Formel ist in meinem alten Labor. Und bitte lassen Sie sich nicht umbringen, während Sie versuchen, meinen Fehler zu korrigieren. Ja, weh. Sie die Formel sicher nicht kopiert haben oder Leute, die im Kopf haben. Oder abgespeichert einfach irgendwo. Was gerade eine Nebenmission? Gehen Sie weg. Nein. Schweißelektroden. Ja, weil es hier keine sauberen Elektroden gibt. Nette Schlafsäcke. Bis auf, dass hier Musik fehlt. Oh, das wird tödlich. In diesem Zeug halten die Schilde nicht lange durch. Ach, du nicht so. Es härtet uns nur ab. Es ist Suppe. Eine giftige Suppe. Wo ist mein Team? Ah ja. Sie sind nicht in den Schlamm getreten. Wenn das ein bisschen mehr Musik auch außerhalb des Clubs hätte, wäre das richtig cool. Musik, Tanz, Alkohol? Perfekt. Wo ist die Musik? Oh boy, nein. Wo ist die Musik? Wo ist die Musik? Echt jetzt? Ach, komm schon. Ist das der Typ? Nein. Ach, das ist ja deprimierend.
Keine Musik hier. Welches Gift darf es sein? Sie meinen damit Alkohol, richtig? Okay. Ich würde das normalerweise nicht fragen, aber... Auf Kadara ist das eine berechtigte Frage. Toxisches Wasser, mörderische Gesetzlose. Aber ich kann Sie beruhigen. In diesem Fall war es nur eine Redewendung. Ich nehme sauberes Wasser. Purified water, please. Die erste Runde geht auf mich. Sie sind deutlich anständiger als meine übliche Klientel. Plündern ist falsch. Wie war es so, nachdem Sie die Nexus verlassen haben? Oh, es war toll. Eine große, stinkende Meutererparty. Ihr Sarkasmus hat diese Zeit offenbar überlebt. Was soll ich sagen? Es war zum Kotzen. Wir hatten kaum Vorräte und konnten nirgendwo hin. Im Vergleich dazu ist Kadara das reinste Paradies. Trotz des beschissenen Wassers. Machen Ihnen die Verbannten oder das Kollektiv irgendwelche Probleme? Nicht wirklich. Sie ziehen es vor, sich an eher abgelegenen Orten ohne Publikum zu erschießen. Aber früher oder später wird sich das ändern. Wir sitzen hier auf einem Pulverfass und der kleinste Funke kann es entzünden. Und was machen Sie dann? Alles verrammeln und abwarten, bis sich der Rauch verzogen hat. Das Design Ihrer Bar ist ziemlich ausgefallen. Und irgendwas sagt mir, dass diese Käfige nicht nur der Dekoration dienen. Sie dienen ebenso Ihrem Schutz wie unserem. Glauben Sie mir, meine Angestellten können auf sich aufpassen. Ich schätze, Sie hatten hier schon einigen Ärger. Gesetzlose und Piraten sind nicht gerade für ihre guten Manieren bekannt. Manche Gäste fangen an zu randalieren und verlieren daraufhin ein paar Finger. Die Gitter halten zwar keine Kugeln ab, sind aber eine eindringliche Warnung, dass man seine Hände lieber bei sich behalten sollte. Dann will ich Sie mal nicht länger von der Arbeit abhalten. Danke. Die Drinks gießen sich ja leider nicht selbst ein. Ich habe leicht das Gefühl, dass unser Pathfinder hier ein bisschen zu sauber und zu nett für diesen Ort ist. Hey, Sie da. Ich habe ein Angebot für Sie. Oh Gott. Sind das Zwillinge oder schauen die einfach nur alle gleich aus, die Asari in diesem Spiel? Oh, warte, sie schauen alle nur gleich aus. Wollen Sie auf die Schnelle ein paar Credits verdienen? Nur wenn es legal ist. Ja. Aber natürlich. Oh. Wie Sie vielleicht wissen, sind die wertvollsten Handelswaren auf Kadara Altmetall und von der Nexus gestohlene Ressourcen. Aber dieser Brunnen trocknet langsam aus. Ich werde nicht für Sie stehlen. Das will ich auch gar nicht. Ich konzentriere mich auf Andromedas eigene Ressourcen. Aus verlässlicher Quelle weiß ich, dass es in Drawlea ein großes Baryt-Vorkommen gibt. Baryt wird bald eine große Nummer sein. Was Sie nicht sagen. Ich habe einen Landvermesser losgeschickt, um das zu überprüfen, aber er ist nicht zurückgekehrt. Von Ihnen brauche ich nun lediglich Gewissheit. Senden Sie mir seinen letzten Nachpunkt, dann überprüfe ich das. Besten Dank. Ich hoffe, euch gefällt die Musik in diesem Club. Warte mal. Aus dem Keller. Nicht, dass ich keine Musik da einfach habe. Ich bin mir sicher, ich hab schon mehrmals die Musik ein- und hochgestellt. Musiklautstärke. Nein, ich höre nur Ambient-Geräusche. Ambient-Geräusche. Das Wort ist schwer auszusprechen. Wenn da vielleicht ein bisschen Musik wäre, wäre das ein bisschen natürlicher. Aber nein, Musik, wer braucht das schon? Die Stimmung, ich will nur die Stimmung ruinieren. Tut mir leid, falls Sie tanzen wollen, ich habe gerade Pause. Wie ist es so, wenn man seine Zeit hier unten verbringt? Besser als zu Hause. Ich musste weg von meiner verrückten Familie in der Milchstraße. Mein Bruder Conrad hat ein paar Liter zu wenig Diesel getankt, wenn Sie verstehen. Aber jetzt bin ich hier und es ist toll. Dieses Long Kelly, ich wäre gerne genauso wie sie. Dieses Auftreten. Sie sagt, hey du Mistkerl, leck mir die Stiefel, küss meinen Ring und dann meinen Hintern. Ich will für sie arbeiten, alles von ihr lernen. Und dann rufe ich meinen Bruder Conrad an und sage, sieh her du Idiot, du bist nicht der Einzige in der Familie, der mit Promis abhängt. Genau. Viel Glück dabei. Ja, die Schwester von Conrad Werner. Den kennt man aus Mass Effect 1, 2 und 3.
Meistens wird ihm auf die Fresse gehauen von Commander Shepard. Daher kennt man ihn. Es ist, ist cool, dass sie sowas gemacht haben. Also das ist Detailfreude. Die Rüstung schaut auch gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Oh, Black. Sag ihr, sie soll sich später nochmal melden. Ich trinke gerade. Und lass die Flasche hier. Oh, so cool. Hier ist mal dein Terminal. Es ist komisch, dass ich beide nicht mag. Ich mag Sloan und ihn nicht. Ich weiß nicht. Gut, dass Sie hier sind. Sie haben bestimmt schon von den Morden gehört. Vor dem Kralas liegt eine frische Leiche. Einige der Einheimischen sagen, der Scharlatan sei dafür verantwortlich. Das glaube ich nicht. Der Scharlatan ist vorsichtig. Er geht diskret vor. Wer auch immer es getan hat, wollte, dass die Leichen gefunden werden. Um jemanden eine Botschaft zu schicken. Aber wem? Vielleicht sind diese Tode ja auch einfach nur die Folge eines Lebens in einer von Piraten geführten Stadt. Dafür steckt zu viel System hinter den Morden. Nein, wenn ich wetten müsste, und das tue ich oft, würde ich sagen, es waren die Rokar. Was sollten die Rokar in Kadaraport wollen? Kadaraport wurde von den Angara erbaut und vor Sloan auch von ihnen geleitet. Ich denke, die Rokar waren hier auf der Suche nach neuen Rekruten. Doch dann ist die Sache aus dem Ruder gelaufen. Und was ist mit den Angara unter den Opfern? Wie passen sie in ihre Theorie? Ich habe ein wenig nachgeforscht. Sämtliche ermordeten Angara haben offen mit den Völkern der Milchstraße sympathisiert. Das heißt also, die Opfer stammten entweder aus der Milchstraße... Oder haben uns unterstützt. Das ist das einzige Muster, das ich entdecken konnte. Das klingt ziemlich weit hergeholt. Der Widerstand hat das selber gesagt. Ich wünschte, ich hätte die nötige Ausrüstung, um stichhaltige Beweise zu finden. Ich schätze, da komme wohl ich ins Spiel. Ich brauche Ihre schicke KI, um nach Beweisen für eine Beteiligung der Rokar zu suchen. Die Leute haben Angst, Ryder. Das ist Ihre Chance, sich in Kadaraport Freunde zu machen. Ich habe schon genug Probleme. Da brauche ich nicht auch noch einen Mordkomplott der Rokar. Sie sind der Einzige, der mir in dieser Sache helfen kann. Zeigen Sie den Exilanten, dass es in der Initiative zumindest noch eine Person gibt, auf die man sich verlassen kann. Ich werde sehen, was ich rausfinden kann. Aber ich verspreche nichts. Einer der Tatorte ist ganz in der Nähe. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie dort sind. Ich meine, er hat eine coole Stimme. Aber ich könnte mir besser als Turiana vorstellen. Ob es da einen Mod gibt? Ich sollte auf einen Mods nachzuschauen. Ray ist das Turiana-Mod. Ich könnte ihn mir echt gut als Turiana vorstellen. Die Stimme würde fast perfekt passen. Wir sollten uns unterhalten. Es wird sich für Sie lohnen. Sie sind diese große Nummer von der Initiative, oder? Könnte man so sagen, ja. Keine Angst. Ich will nichts von Ihnen. Zumindest nichts Konkretes. Man könnte sagen, ich bin von den Exilanten enttäuscht. Man kann den Leuten hier nicht trauen. Sie würden einen eher abstechen, als zusammenzuarbeiten. Soll heißen, ich habe für keinen von ihnen sonderlich viel übrig. Kommen Sie zur Sache. Scheiße. Na schön. Gesetzlose sind kreativ, wenn es darum geht, Zeug zusammenzubauen. Ich wette, Sie könnten einiges lernen, wenn Sie unseren Kram untersuchen. Sie sollten sich also gesetzlosen Check und Materialien ansehen. Vielleicht finden Sie ja das eine oder andere raus. Und vergessen Sie nicht, wer Sie auf diese Idee gebracht hat. Oh, das klingt nach einer Nebenquest, wo man 5 bis 10 verschiedene Orte absuchen muss und dann nicht wirklich viel rauskommt. Oh, wie dat? Das ist doch mal Alp. Das ist doch eine Alprüstung. Ein schrecklicher Tod. Was ist denn passiert? Oh, 2 bis 3 Wochen, der liegt schon lange herum. Das muss doch riechen. Oh, nicht mal die Alps sind sicher in diesem Spiel. Oh, da ist gerade wer vor mir rumgeklitscht. Ich habe es genau gesehen. Okay, hier waren wir schon. Jetzt, das war's hier. Hier oben.
Waren wir hier oben schon? Nein, nein, ich glaube nicht. Dann schauen wir raus. Wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich Zeitverschwendung. Wow. Levium. Mal dran lecken, aber ob das wirklich Levium ist. Was wollen Sie? Muss ich denn irgendwas wollen? Ja, das hier ist Cadera. Jeder, der nichts will, ist verdächtig. Was können Sie mir über den Rest von Cadera erzählen? Sie meinen außerhalb des Berges? Das ist Niemandsland. Der Waffenstillstand gilt dort nicht. Am besten halten Sie sich von jedem fern, dem Sie da draußen begegnen. Auch von den Verbannten? Gerade von den Verbannten. Sie schleppen ziemlich cooles Equipment mit sich rum. Ich habe schon für deutlich weniger getötet. Ja, probier's. Ich sollte jetzt besser gehen. Falls Sie irgendwelchen Kollektivbastarden begegnen, erschießen Sie sie für mich, okay? Ich hab keine Ahnung, was Kollektiv ist und was Verbannte ist und was anderes auch ist noch. Vorwarnung, Geitus, Kaulin. Können wir mal ein Gesichtsclose-up uns wieder geben? Ja, gar nicht so vermasselt. Oh, schau, da gibt's hier Wasser. Dusche! Dusche, Dusche! Noch eine Dusche. Vielleicht kann ich einfach drüber hupfen. Hey, das ist cool. Was für eine Transition. Das Wasser brennt. Natürlich ist das nicht, oder? Eine exothermische Reaktion der Schwefelsäure beim Kontakt mit dem Wasser in der Atmosphäre. Ich frage mich, wie viele betrunkene Idioten da schon reingefallen sind. Das ist nicht ein natürliches Phänomen. Also dann, hey. Sam, sag mir, was wir haben. Caderas Wasser enthält viele Sulfidminerale, deren Oxidation toxische Flüsse und Seen hervorbringt. Schwimmen war sowieso noch nie mein Ding. Das trifft sich gut. Nicht einmal die Schilde des Nomad können die Korrosion durch das Wasser verhindern. Die Präsenz von Monolithen lässt auf ein Gewölbe schließen, das den Säuregehalt reduzieren könnte. Allerdings leben in den Hügeln von Cadera gesetzlose Piraten und andere zwielichtige Exilanten. Je weiter sie sich von dem Berg entfernen, desto gefährlicher wird es. Gut zu wissen. Also dann, Aufbruch! Heiße Quellen. Die dampfen doch auch. Oh, die Tarnung schaut ziemlich fad aus. Okay. Zeig mir die Karte. Ach, direkt vor mir ist gleich mal die erste Nebenmission. Ja, verdammt groß hier. Links. Ich glaube, ich erinnere mich da an irgendwas. Ich glaube, das war eine Drecksmission. Pibi, quid pro quo? Ja klar, es tut Ihnen leid, dass Sie mich angefahren haben, als ich mich dafür entschuldigt habe, dass ich Sie angefahren habe. Alles gut. Die Wahrheit ist, ich mag Sie wirklich. Überraschend, was? Ich muss zugeben, ich mag Sie auch. Sie sind cool. Also für eine verklemmte, überfürsorgliche ältere Schwester. War ein Witz. Ja, Bibi lügt. Bibi lügt, ich hab's gespürt. Sieht man die Rüstung mal im Licht? Der Gürtel stört mich, die rechte Hand stört mich. Die ganze Körperform stört mich irgendwie. Und kein Arsch. Kein Arsch. Was für ein 7-Rüster. Soll ich da meine Dominanz beweisen? Und nicht mein Arsch. Padding ist. Genießen Sie die Aussicht? Sie ist wirklich spektakulär. Diese Schwefelgruben sind Abladeplätze für Leichen. Die Leute verstecken hier draußen alle möglichen Beweise. Cadera wird einfach immer schlimmer. Mein Name ist Senaris. Eines Tages wird es eine Abrechnung für all diese Morde geben. Ich versuche, Beweise zu sammeln und die Opfer zu ermitteln. Das ist doch nur verdammter Kreuzrittermist. Ich würde lieber sammeln, was die Leichen bei sich haben und etwas Geld verdienen.
Das ist Drexel, ein Blutsauger. Ich würde ihn am liebsten erschießen, aber das würde komplett gegen die Ethik meiner Arbeit verstoßen. Diese Gruben gibt es überall. Falls Sie irgendwelche Leichen finden, sagen Sie mir Bescheid. Die zukünftige Gerechtigkeit wird es Ihnen danken. Oder sagen Sie mir Bescheid, dann danke ich Ihnen sofort. Keine Farbe im Gesicht. Ja. Drecksmission. Aber ich glaube, es ist direkt vor mir eine Drecksmission. Ja, ja, ist es. Und irgendwann das auch noch dann. Das ist meine Hurricane. Sind wir eine Leiche? Ich höre das Piepsen. In diesem Zeug halten die Schilde nicht lange durch. Ja, ich hab's gerade gespürt. Diese Leiche wurde hier entsorgt, wie Senaris gesagt hat. Ich habe Position und relevante DNA-Informationen für künftige Untersuchungen gespeichert. Livium. Nicht. Nein, gar nicht. Uran. Okay. Das müssen mal Mineralienplanet sein. Noch ein Mordopfer. Ich habe die relevanten Informationen erfasst. Danke, Sam. Ist noch was Interessantes hier? Obwohl, ich hoffe da in meinem Tod. Das Wasser ist hochgiftig, Pathfinder. Wir sollten uns hier nicht länger als nötig aufhalten. Was du nicht sagst. Hey! Eine Leiche hier. Hier drüben. Kann ich die Informationen nicht beiden geben und doppelt auscashen? Verdammt, tut das weh! Naja, sorry. Sorry, Bro. Rain. Wo ist die Leiche? Noch ein Mordopfer. Ich habe die relevanten Informationen erfasst. Okay, hoffen wir zurück zum Nomad. Auf der Mission. Auf der Map gibt es sowieso unendlich viele Missionen. Da kann man viel spielen hier. Hui, super Charm. Yeah. Schaut auch cool aus mit dem ganzen Nebel und den heißen Quellen. Den heißen, giftigen Quellen. Heiß und leckig. So wie wir dran lecken. Ist da ein Weg hinauf? Ich glaube nicht, dass ich darauf komme. Aber. Peavy, glauben Sie immer noch, dass das Reliktzeug uns dabei helfen wird, hier zu leben? Alles deutet darauf hin? Sie klingen nicht sehr überzeugt. Wir finden einen Weg. Auch wenn es nicht die Relikte sind, wir finden einen Weg, ganz sicher. Sich das nicht dann alles auch okay. Chill, Bro, chill. Ich kann ja verstehen, dass Sloan Nakamotos Labor bewachen lässt, aber das sind echt eine Menge Piraten. Das machen wir später. Eine Droge, okay. Gegner vor uns! Da ist ein Boden geklitscht. Ah, jetzt ist er da. Und er ist tot. Ja, ja. Ich hab ein bisschen weit weg geparkt wieder. Upsi. Iridium. 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 Yeah.
why. Ich weiß nicht warum, aber das Wort bringt man Voku frei hinaus. Warte, warte jetzt. Iridium. Wo bist du? Hier. Hier. Das sollte es gewesen sein. Ja. Ich weiß nicht, warum bei diesen Städten kein Random Action ist. Lösung absenden. Auf jeden Fall. Nicht schlecht. Das hat offenbar funktioniert. Hopp, ich renne gegen die Wand. Einer erledigt. Bleiben noch zwei. Einer erledigt. Bleiben noch zwei. Hui. Oh, schaut das cool aus, wenn man das rum doppeljumpt. Oh ja. Das kommt in die Himmelsmontage. Schaut euch diesen Berg an. Das schaut aus wie ein Bild, ein Standbild, da bewegt sich gar nichts gerade, aber es ist cool. Wenn der Nebel sich auch noch ein bisschen bewegen würde, wäre das endgeil. So schaut es nach einem vorrennen, gemahlenen Gemälde aus. Wo bin ich? Ich habe mich verloren. Ich habe mich im Himmel verloren. Coming in! Oh, Livian. Ja, eine ganze Armee. Wir sind gegen den Drogenhandel. Verdammt. Verdammt. Und ich vermasselt doch schon alles. Warum trifft mein Wurf nicht? Okay, geht doch. Mein Gott! Gott! Weg mit dir. Ah, er hat es in die Deckung geschafft. Verdammt. Lass mich die Loot nehmen. Wo ist er denn? Steckt sich doch da hinten irgendwo noch. Ah, das ist ein Dino. Wo ist er? Wo ist er? Nice. Oh. Puh. Okay, gehen wir rein. Dann wartet uns noch eine böse Überraschung. Eine lange ladende Tür. Das erwartet uns. Verdammt, ladest du lange. Tun Sie mir nichts. Oh. Wir haben eine Lexi hier. Dr. Fahrenheit. Bitte nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Geben Sie mir einfach die Oblivion-Formel, dann haben Sie nichts zu befürchten. Wie heißen Sie? Dr. Arena Ferenc. Ryota schickt Sie, nicht wahr? Und er hat Ihnen bestimmt diese herzergreifende Geschichte erzählt. Sloan hätte seinen medizinischen Durchbruch missbraucht. So in etwa, ja. Oblivion war nicht seine Entdeckung, sondern unsere. Und woher weiß ich, dass Sie die Wahrheit sagen? Weil ich mich nicht hinter einer Maske falscher Moral verstecke. Oh. Oblivion sollte von Anfang an eine Droge werden, die zu extremer Abhängigkeit führt. Ihr medizinischer Nutzen war lediglich eine Begleiterscheinung.
Wieso hat Dr. Nakamoto die Verbannten dann verlassen? Ryota hat uns nicht verlassen. Er wurde gefeuert. Er hat Sloan unter Druck gesetzt, um für sich einen größeren Anteil herauszuschlagen. Wie oft haben Sie sich mit ihm unterhalten? Einmal? Ich kenne Ryota seit Jahren. Und alles, was ihn interessiert, sind Credits. Aber Sie sind anders. Mir ist mein Leben wichtiger als Credits. Wenn Sie Ryota die Formel geben, bin ich so gut wie tot. Dafür wird Sloan schon sorgen. Ich habe in Sloans Organisation nicht sonderlich viele Ärzte gesehen. Sie sind zu wertvoll, um sie zu töten. Sie wird mein Verhalten als Kooperation mit dem Feind betrachten. Und Loyalität ist Sloan wichtiger als Fachwissen. Bevor das Ganze noch komplizierter wird, wie wär's, wenn wir einfach so tun, als wäre ich nie hier gewesen? Ich werde Sloan erzählen, das Kollektiv hätte uns angegriffen. Und danke. Belohnung? Ja, das ist sehr viel Graubereich, wo man nicht wissen kann, wer wirklich der Böse hier ist. Außer man liest vielleicht Notizen, was ich nicht mache. Aber der andere Typ hat jemanden Alkohol verschrieben. Er hat ihm verschrieben, dass er Alkohol trinken soll, damit seine Probleme gelöst werden. Wie soll man so einem Doktor trauen? Schreibt keinen Patienten Alkohol. Das heißt, das muss eine Taktik gewesen sein. Ja, während ich langsam den Berg herunterrolle, ist die Episode auch wieder vorbei. Face out. War eine coole Folge. Ziemlich viel Slum-Action. Jo. Servus.